Und über mir ist eine Truhe irgendwo. Die grüne Pump wiederum wäre interessant. Die Frage ist nur, was lege ich dafür weg? Die Harpune ist schon auch geil. Vielleicht tatsächlich die. Die MP, weil... Für die MP muss ich auch relativ dicht stehen. Finde ich. Aber, der AFK? Hä, hey, warum war der denn niedergestreckt? Ich spiele doch gar nicht Team oder Teams oder Duos. Ah. Irgendwer hat mich entdeckt. Was zu erwarten war. Wenn ich von sonst wo schieße. Oh. Oh, ich habe nicht genug Eisen. Und ich habe viel zu wenig Eisen. Das bringt mir Steine. Das bringt mir Eisen. Ich bräuchte noch einiges an Eisen. Noch eine Truhe. Oh, ich traue mich gerade eigentlich auch nicht so unbedingt noch rauszugehen jetzt. Außerdem muss ich... Oh, ich musste gleich laufen. Da ist noch ein Auto. Laternen kann ich ja auch platt machen. Ich brauche nicht mehr viel. Runter. Und die Pump aufwerten. Hey, ich habe als erste eine Waffe aufgerüstet. Hier hat gerade jemand gebaut. Gehen wir auch gerade aufs Klo. Es ist so eklig. Ach, jetzt sind wir da. Ah ja, ja scheiße. Hier wäre auch eine blaue Pump sowieso schon gewesen. Hey. Ah. Jetzt. Oh Leute, nein. Nein, nein. Voll uncool. Vor allen Dingen schießt einer von hinter mir. Wenn er schießt, dann wird er viel langsamer. Er sollte vielleicht laufen. Gut, das sollte jetzt trotzdem kein Problem werden, noch für den in die Zone zu kommen. Aber, ah, oh, da oben ist ein Gegner.
der sich jetzt das Gleiche denkt. Schießt denn da für ein Vollhonk auf mich? Der sollte vielleicht mal lieber laufen, anstatt zu schießen. Den hätte ich damit auch. Sniper möchte ich ungern nehmen. Damit bin ich scheiße, das weiß ich. Deswegen brauche ich das gar nicht erst probieren. Nimm doch das Medikit, Mann! Oh! In dem Fall nehme ich dann nicht die taktische, sondern nehme die Schrotflinte mit. Den trinke ich jetzt. Und dann nehme ich jede Menge zum Heilen mit, bevor ich das hier liegen lasse. Ich habe ja gerade sowieso einen Platz frei. Okay. Lauf schon mal langsam wieder. Ich habe ja noch eine Dreiviertelminute knapp Zeit. Oh, hi! Und den nächsten. Okay. Läuft ganz gut. Bislang, allerdings waren es jetzt auch gerade bislang nicht die allerstärksten Gegner. Muss man ganz ehrlich der Fairness halber auch sagen. Leben dann noch. 8 andere leben noch. Ja, in den Häusern haben sich unter Garantie haben sich da Leute verbarrikadiert. Höre was? Scheiße. Erst treffe ich den Punkt nicht und dann haue ich drauf und holze den ganzen Baum ab. Ah, hier sind nochmal Minis. Nehme ich lieber die mit anstatt dem Medikit, weil ich habe jede Menge Verbände. Ja, das war mir klar, dass da einer hockt. Da hinten. Aber der muss jetzt laufen. Die Zone kommt nämlich. Warum treffe ich die denn nicht? Hallo? So, die hätte ich auch. Den kann ich nicht essen. Das sind Erfahrungspunkte. Egal, die bleiben da liegen. Ich wollte gerade sagen, da hinten hüpft gleich unter Garantie einer rum, weil da Airdrops sind. Ich warte hier erstmal ab, würde ich sagen. Oh Gott. Ich bin eigentlich relativ gut versteckt jetzt hier in dem Bäumchen. Aber das Bäumchen nervt auch tierisch. Aber hey, hier ist gerade die Zone. Ich bin in der Zone drin. Das heißt, sie wird mich jetzt wahrscheinlich erstmal
Boden hier reinbauen. Kann ich, glaube ich, gerade. Gerade bin ich hier jetzt ganz gut geschützt. Also ich kann jetzt hier erstmal hocken bleiben und gucken, was passiert, ne? So. Im Endeffekt, bis mich jemand anschießt. Aber ich bin ja schon mal recht positiv beeindruckt hier von der Runde. Das ist halt das, was ich meine. Das ist halt so ein bisschen diese Sicherheit, die ich mittlerweile entwickle. Ich bin immer noch total grottig, aber trotz allem besser als das letzte Mal und ich traue mich ein bisschen mehr. Dass da jemand einen Raketenwerfer hat, macht es nicht unbedingt super angenehm. Leben noch 6 andere. Aber so wie sich das anhört, lebt gleich definitiv 5 andere. Boah, jetzt muss ich weit laufen. Aber die verprügeln sich schön gemütlich weiter. Und ich hocke in meinem Bunker. Mitten in Berlin. Ich habe blaue Säurekapsel und genug Benzin. Wer kennt den Klingelton noch? Wahrscheinlich kennt den keiner mehr. Gab's früher im Jamba-Spar-Abo. Adolf. Du kleine Nazi-Sau, kapitulier doch endlich. Nein, niemals. Oha, ja, da kommt jetzt der Moment, in dem ich gerechnet hatte. Nicht angenehm. Gar nicht angenehm. Nein, aber immerhin Platz 4. Es war gar nicht so schlecht. Es war gar nicht so schlecht. Oh, eine Medaille hätte mir noch gefehlt. Naja, macht nichts. Aber ich glaube, das war eigentlich relativ okay. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.